Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Papier-Lampignon. Und da lang müssen wir. hier rüber. Oder? Ja, irgendwie. Ah ja, genau. Da war ja was. Na du, Schnuggi. Noch jemand? Mhm. Jetzt fertig? Klappt schon. So. Das Blöde ist, ich komme hier nicht mehr rein. Das ist echt extrem kacke. Hä? Das. Hä? Das Objekt befand. Also, ich bin gerade so irritiert, weil hier haben wir schon hundertprozentig das aufgenommen, aber nicht das. Komisch. Naja. Das Objekt befand sich zuletzt im Besitz von Madame Blaudada, einer Opernsängerin aus Berlin. Nachdem ihre Karriere mit einem öffentlichen Skandal ein Ende fand, zog sie aus unbekannten Gründen nach Main. Ist das in Frankreich? Frankreich? Mit ihr kamen auch die Habseligkeiten ihres alten Lebens, darunter dieses Objekt. Lokale Berichten zufolge verließ sie in den wenigen Jahren, die sie in Bedede verbrachte, nur selten ihr Haus. Nach ihrem Tod, herbeigeführt durch, versteigerte der Bundesstaat ihr Hab und Gut öffentlich. Und genau, da es keinen bekannten Verwandten gab. Also, es existierte mehrere widersprüchliche Angaben aus erster Hand. Doch die Augenzeugenberichte überschneiden sich in einigen Elementen. Die meisten Zeugen haben eine Vielzahl an Mannequins gesehen. Wie spricht man das aus? Weiß ich nicht. Die durch die Fenster des Hauses nach draußen purzelten. Einige wollten ein helles Licht gesehen haben, andere ein schrilles Singen gehört haben. Diese Berichte konnten nicht bestätigt werden. Viele Zivilisten, die sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Haus aufgehalten hatten, wurden aufgrund verschiedener Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei wurden erdrückt. Ui. Nachdem die Behörde im Zuge der täglichen Sichtungsbemühungen auf einen Artikel zu diesem Ereignis aufmerksam geworden wurde, wurden Agenten ausgesandt. Das Objekt konnte rasch identifiziert und in die Behörde gebracht werden. Aber hier waren wir sicher schon. Na egal. Ja, die Frage ist, wie wir hier reinkommen. Weil dafür müssen wir zuerst hier rein. Und da das die Tür weg ist. Warte mal. Ich schau mal kurz. Missionen.
Ja, der ist halt auch genau, ja, der ist auch da. Aber das Blöde ist, das war echt. Das ist jetzt echt nervig. Das ist jetzt richtig nervig. Weil. Ich muss da rein. Aber ich kann da nicht rein. Und jetzt? Tja, was soll ich jetzt machen, Weil die Neustadt hat nichts gebracht. Ich komme da nicht mehr hin. Ich kann da nicht mehr hinkommen. Das ist bisschen krass ärgerlich. Forschung, richtig. Ja, ganz ehrlich, da mache ich halt das da. Wow. Ritualabteilung. Nee, dann mache ich das noch nicht. Sprich mit Emily. Alter, Wucherung. Finde den. Die beiden kann ich halt jetzt nicht mehr machen, ne? Das ist echt nervig. Dann schaue ich mal, was die Pilzfrau da macht. So, Schnellreise. Und wo muss ich da noch mal hin? So. Ah, hier ist das Hirn. Ja, stimmt. Ups. Ich glaube, das wäre ganz unten. Das war hier, ne? Na. No. Wozu Aufzug nehmen, wenn man schweben kann? So, dann schauen wir mal, was die Pilzfrau für uns hat. Was macht die hier unten? Hier ist scheiße. Ich habe die Proben fertig synthetisiert. Die Uhren, diese Erde. Was ist an Uhren so komisch? Sei ruhig. Na dann. Nehmen Sie diese Pille und suchen Sie dann die Quelle des Fungus. Nur so können wir rausfinden, wie er zu stoppen ist. Sie versprechen, dass ich kein wandelnder Riesenfungus werde? Die Pille verhindert eine Infektion durch den Fungus. Eine mysteriöse Pille schlucken, weil eine unhöfliche Frau im Schutzanzug es sagt. Ja, super Idee, Jessie. Was haben Sie erwartet? Ein Gaumenschmaus? Nicht der Geschmack, der Geruch. Es stinkt hier. Gut, die Pille funktioniert also. Je mehr es stinkt, desto sicherer sind sie. Gehen Sie, finden Sie die Quelle. Okay. Ich glaube, das. Warte. Haben Sie mit Emily Pope gearbeitet? Unsere Wege haben sich gekreuzt. Wir haben uns auf Darlings Initiative hin getroffen. Einen Kaffeeklatsch großer Geister nannte er es. Sie hat Talent. Ich kann mir vorstellen, dass sie es hier weit bringt. Wird uns sicher gleich ein A. Aber sie hat doch ein bisschen zu viel vom Feuerwasser der Behörde getrunken. Sie sollte sich trauen, alleine vorzupreschen. Wissenschaft ist Skepsis. Bevor die Wahrheit ans Licht kommt, muss man alles hinterfragen. Okay, ist doch was Neues. Darling ist also ihr Chef? Wenn sie auf überholte Hierarchien stehen? Ja.
Allerdings denke ich, dass unsere Gebiete zu verschieden sind, als dass wir uns gegenseitig managen könnten. Natürlich würde Darling am liebsten selbst eine Wunderlösung für die fungalen Frustrationen der Behörde finden. Er will immer den Helden spielen. Okay. Erzählen Sie mir noch einmal, wie Sie an Ihren Job gekommen sind. Wie schon gesagt, wurde ich als Sonderberaterin eingestellt. Befristeter Vertrag, verstehen Sie? Gut, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe direkt nach der Universität eine Zeit lang hier gearbeitet. Nach einem Jahrzehnt zugegebenermaßen faszinierender Arbeit in der Grenzbereichsforschung und Regulierung wurde die Bürokratie erdrückend. Ich brauchte Veränderung. Natürlich war die akademische Welt nicht viel besser, aber... Und dann kam der Fungus. Vor circa 4 Monaten, ja. Die Behörde hatte keinen mehr in der Grenzbereichsanalyse ebenbürtigen Nachfolge gefunden. Darling und ich waren die Jahre über in Kontakt geblieben, hatten uns auf Konferenzen gesehen. Er rief an und ich flog her. Ich konnte einem Mann mit einer gefährlichen außerirdischen Biosphäre noch nie was abschlagen. Ich musste meine Stelle mitten im Semester verlassen, aber so war es eben. Sie ist also Professorin. Das erklärt einiges. Der Fungus scheint eigenartige Auswirkungen zu haben. In der Tat. Sogar Menschen sind nicht vor ihm gefeit. Der Fungus wächst in der Brusthöhle schnell heran und tötet den Wirt. Glücklicherweise muss man die Stiele verzehren, um sich zu infizieren. Den Fungus nicht essen. Okay. Wir haben die infizierten Körper nach der Autopsie immer verbrannt. Aber ich glaube, es könnte ein weiteres Reifestadium geben. Eine Blüte, sozusagen. Ich hätte nie gedacht, dass das Wort Blüte mal so schrecklich klingen würde. Ja. Danke für die Information. Gern geschehen. Gut, Igitt. Der Arbeit erledigt sich nicht von selbst. Was? Ist Ihnen da oben langweilig? Da ist noch was. Fungus Grenzbereich, gell? Du möchtest also wissen, wie meine Fungusforschung läuft, Kaspar. Hier ist der Stand der Dinge. Mikroskopische Organismen, die im Aussehen, wieso schwärzen sie die ganze Zeit das? Ich meine, die hat es gerade geschrieben quasi. Oder wieso schwärzt sie ihr eigenes Ding? Gut. Okay, die im Aussehen bla 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 ähneln, konstruieren die Architektur des Fungus. Ich verstehe nicht, ob die ursprünglichen Multiplikatoren des Fungus oder von einer Fungusinfektion befallen sind. Der Fungus ist der fruchtbarste und hartnäckigste Organismus, den ich je gesehen habe. Meine Theorie ist, dass es irgendwo auf unserer Seite des Grenzbereichs eine Fungusquelle gibt, die hier verwurzelt ist, um das Wachstum in unserer Dimension zu beschleunigen. Ich nenne diese bisher unbekannte Quelle Fungus 1. Der Fungus produziert einen appetitlichen Duft, um Menschen zum Verzehr zu verleiten. Er breitet sich in der Brusthöhle aus und erfasst schnell den gesamten Körper, wobei er die Kontrolle über die motorischen Funktionen übernimmt. Dieses Verhalten wurde nicht beobachtet, als ich hier eintraf. Was bedeutet? Dieses Verhalten wurde nicht beobachtet, als ich hier eintraf. Was bedeutet, dass der Fungus sich an unsere Präsenz angepasst hat und unsere biologischen Notwendigkeit als Mittel der Verbreitung anvisiert? Ach so. Es ist ein echt geniales kleines Ding. Ein vollständiger Bericht wird bald fertiggestellt. Jetzt nur nicht die Pferde scheu machen. Ja, okay. Na gut. Wo müssen wir jetzt hin? Untersuche die Grube. Immer wenn ich rausgehe, fängt sie an zu labern. Naja. Warte. Ich nehme mal wieder eine andere Waffe. Weil der Lader ist, nicht so gut für schnelle Schüsse.
Und der Stich ist eben so ein Schnellschuss. Nee, ist auch ein langsam schießender. Wow, ich habe einen getroffen. Vielleicht hole ich mir wieder den Griff. Also. Das ist echt ein bisschen seltsam. Das muss diese Grube sein, von der Underhill geredet hat. Da unten? Was hier alles aussieht, ist schon krass. Gut. Dann gehen wir mal runter, ne? Level 9. Ach du Scheiße. Gut. Ich hoffe, hier komme ich irgendwann wieder raus. Hier Truppenführerin Lopez. Erstatte Meldung von Expedition 17B. Sind jetzt an der Formation. Optisch keine Veränderung seit dem letzten Besuch. Die Verbindungsmelder stehen noch. Bei einem Bogen blinkt es. Wir sehen uns das an. Dann kommen wir zurück. Lopez, Ende. Ja. Wie, hier ist nix. Ah, doch, hier ist was cool. Gute Besserung, Ballon. Dieses Objekt wurde... Ist das das... Ja. Dieses Objekt wurde in der Prädiatrie des örtlichen Krankenhauses von benutzt. Zeugen können sich nicht daran erinnern, wo der Ballon herkam. Therapiehunde, die Teil eines Programms namens waren und kranke Kinder Trost spenden sollten, fühlen sich sichtlich zum Objekt hingezogen. Berichte zufolge sprangen sie an dem Objekt hoch und versuchen, ihn abzulecken. Die Kinder behaupten, dass die Hunde nachts durch die Krankenhausfluren liefen und tief frequent heulten. Die Kinder beschrieben den Ton als Singen. Ein paar Tage später wurden die Hunde alle tot aufgefunden. Eine dunkle Substanz tropfte aus ihren Lefzen. Die Krankenhausangestellten riefen die örtliche Behörde an, die dies wiederum zu der Seuchenschutzbehörde meldeten. Agenten der Behörde fingen den Anruf ab und errichteten den Schauplatz innerhalb von Stunden. Erreichen. Das Objekt wurde zusammen mit den Überresten der Hunde zur Evaluierung mitgenommen. Ja, den Ballon haben wir ja auch schon gesehen. So. Oh Gott, je weiter ich gehe, desto schlimmer stinkt es. Hi.
der macht ja gar keinen Damage. Warte, wo... Vielleicht sehe ich dann wohl der nächste Bösewicht ist. Ah, da. Irgendwie konnte ich... Ich kann gerade keine Telekinese machen. Ah, jetzt halt. Ah, hier gab es kein Objekt, das ich telekinisieren kann. Aha. Ah, hi. Astralton. Das ist echt ekelhaft hier. Was ist hier? Achso, das war nur Sporen, okay. Na gut, dann übernehme ich den. So. So, was ist denn hier alles Wunderbares? Ganz viele Puppen. Super. Bäh. Das ist ja widerlich. Ah, nochmal ein. Sie sind alle... tot. Diese Dinge haben sie umgebracht. Es sind so viele. Wenn sie mich hören, hauen sie ab. Nein! Bleib weg, verdammt! Ja. Das war's also. Verdammt. Ich wollte da rein. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein. Nein, nicht hübsch. Ganz genau. Wie soll ich denn da ausweichen? Wahrscheinlich einfach auf die Plattform dann gehen. Hab ich zu spät gecheckt. Oh nee, oder? Oh. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis ich dann wieder da bin, haben wir die Zeit erreicht und dann, ja, machen wir einfach dieses Mal ein bisschen kürzer, stoßen noch ein schön widerliches Ding um, die Hirn. Geht. Ah, hi, was machst denn du da?
Gut. Dann würde ich sagen, oh. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.